Heute stelle ich euch von Living Guard die Gesichtsmaske Street und Pro vor, und zwar die zerstört die Coronaviren, und deswegen zeige ich euch das speziell. Die ist natürlich auch nicht ganz billig, und die kurz vor 12.12. an Weihnachten, ja. Und diese Maske, die hat Folgendes. Das ist so ein Schweizer Unternehmen, kostet glaube ich 20 Euro so ungefähr ein Stück. Aber das Geniale dran ist an dem Produkt, dass sie, glaube ich, so feinmaschig sind, dass keine Coronaviren durchkommen. Und die zeige ich euch mal. Ist aber, wenn es dann so wäre, oder da steht ja auch dran, tötet Coronaviren, zerstört. Ich muss ja mal den Hintergrund nochmal lesen. Und, die ist auch mehrfach tragbar, 30 Mal waschbar. 30 Mal waschbar, ja. Also, wie man sieht, ersetzt 210 konventionelle Masken. Sicherheit frei von giftigen Metallen. Wiederverwendbar, 30 Mal waschbar. Der Hintergrund soll sein, die 3D-Oberfläche, die diese Bakterien zerstört. Steht halt nicht auf der Packung drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es bezeichnen soll. Auf jeden Fall gucken wir es uns mal an. Wir machen das mal auf. Das ist nicht so. Gehst du zum Einkaufen oder in Stadt, da hast du nämlich automatisch jetzt eigentlich einen Schutz, der rauswärts und reinwärts ist. Ja? Und das ist ja das Coole dran. Sieht so aus. Schön klein. Natürlich, wie jede andere Maske auch. Schöner, feiner Stoff. Inner weiß. Hat zwei so Schnappbindele drin. Ja. Schnappbindele aufmachen. Mit so einem Dingverschluss. Und der Hintergrund soll eben sein, dass es so Gewebe drin ist. Und man sieht, es ist auch bloß ein normales Gewebe, aber natürlich designt in der Schweiz. 20 Euro. Mal gucken, kann man da echt durchgucken. Wenn ich es gegen die Sonne halte, also. Drückbindele einstellen. Da sehe ich natürlich gleich wie Profi aus, wird sich schon halten. Dann ist auch so ein kleiner hier im Band, ist so Befestigung drin, dass nicht immer runterrutscht. Das gibt es natürlich als Street-Version, Street- und Pro-Version, wenn du Professional bist. Steht auch nochmal drin, der Stoff, der das Filtermedium bedeckt, wird mit einer patentierten Technologie behandelt, die ein biozides Produkt mit PHMP enthält, entspricht der RFU, PEW-Version, bla bla bla. Und das zerstört auf jeden Fall die Bakterien. Dann bist du eigentlich geschützt, Viren. Dann solltest du eigentlich geschützt sein, wenn du draußen bist und einatmest. Allerdings das gleiche natürlich auch fürs Ausatmen. 20 Euro, so um den Dreh rum. Living Guard. So, es ist so, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, dann fühle ich mich schon mal sicherer. Ich glaube, das ist schon mal der psychologische Hintergrund, wenn man da gerade dann sagt, wenn ich jetzt Bedenkenträger bin und bin unterwegs, Aldi nachher beim Einkaufen, und ich kann davon ausgehen, dass es mehr Wirkung hat, also nicht, dass es besser aussieht oder sonst was, sondern dass es mehr Wirkung hat und ich mich vielleicht nicht infizieren würde, obwohl ich habe ja schon Corona gehabt im Frühjahr, dann finde ich das Ding ja einfach als sinnvolle Anschaffung, weil man einfach sagen kann, naja, vielleicht hilft es. Also, was soll man denn auch sonst dagegen machen? Man kann ja nicht ach, schon hat er gehustet. Kaum danach. Die zweite Version ist in Blau. Muss man aber genau näher gucken. Und die Blau, die können wir hoch. Und angeblich haben Forscher der Freien Universität Berlin und am Institut für Tier- und Umwelthygiene nachgewiesen, dass 99% von SARS-CoV-2-Viren
vernichtet werden. Dann soll es angeblich so sein, dass die Textilien positiv geladen sein sollen. Die positiv geladene Magnet ist stärker als die negative Ladung der Mikroben, bei denen die bei Kontakt explodieren. Sobald die Mikroben vernichtet sind, haben sie keine Ladung mehr und fallen ab und können abgewaschen werden. Der Raum, den sie auf dem Material eingenommen haben, öffnet sich und die Ladungen werden freigesetzt. Okay. Hier die Street-Maske als Version. Dann haben wir hier die Pro-Maske mit hoher Filtrationsgrad und frei von giftigen Metallen. Und wir haben noch die Ultra-Maske, hoher Filtrationsgrad und frei von giftigen Metallen. Ersetzt 210 konventionelle Masken. Und was haben wir noch? Und dann sogar noch Handschuhe auch noch. Jetzt fängt es aber an, du. Und eigentlich sollte es darauf basieren, dass letztendlich die Beschichtung, die da drin ist, die Teile spaltet. Das heißt, dass die Oberfläche vom Molekül muss zersetzend sein, so wie Salz oder so. Und auf der Webseite von LivingGuard wird auch beschrieben, wie das funktionieren soll mit der Maske. Und da sehen wir hier die, gehen wir da nochmal rein, LivingGuard gibt es in Blau und in Weiß und Blau und in Schwarz. Das ist die Beschreibung von dieser ganzen Ding. Die vordere Schicht, die hier, ist so eine antibakterielle Schicht. Und die ist antiviral abweisende LivingGuard-Beschichtung an der Außenseite des Stoffs. In das Gewebe eingearbeitete antivirale Filter, das ist die in der Mitte. 3 ist eine abweisende LivingGuard-Beschichtung an der Innenseite des Stoffs. Dann haben wir die mittlere Lage, die in der Mitte drin ist. Der Stoff, der das Filtermedium bedeckt, wird mit einer patentierten Technologie behandelt, die ein biozides Produkt mit PHMB enthält. Die Viren werden von der Technologie an den Stoff deaktiviert. Da geht es eigentlich nachher gleich darum, dass das anhand von Ladungen geschehen soll. Aber die Ladungen, das habe ich doch da damals. Der ebenfalls mit der LivingGuard Antiviral Technology versehene Stoff ist dichter als bei der äußeren Lage und bietet eine wirksame Inaktivierung der Coronaviren. Also dichter, man sieht ja trotzdem nur durch, das ist jetzt also noch nicht so das Wesentliche, sondern dass bei niedriger Luftfeuchtigkeit schnell trocknende Gewebe ist weich und elastisch und somit angenehmer über Mund und Nase zu tragen. Das kann ich nicht ganz bestätigen, da ist ein bisschen zu dicht. Durch die Spezialbehandlung weist es mehr als 240 Milliarden positive Ladungen pro Quadratzentimeter auf. Und diese Ladungen, die sieht man hier nicht. Das ist quasi von den Molekülen so ein Dipol. Und dieser Dipol, der tut angeblich die Bakterien, die Viren zerstören. Sie wirken dadurch wie ein Magnet auf Viren und Bakterien. Die LivingGuard-Behandlung schafft also einen positiven Magneten für die negativ geladenen Viren und Bakterien. Beim Kontakt heften sich die Mikroorganismen an das Gewebe. Dieser Schritt wird als Einfangen oder Adsorption bezeichnet. Adsorption kennt man auch von Aktivkohlefilter. Dann der positiv zerstörend, der positiv geladene Magnet ist stärker als die negative Ladung der Mikroorganismen, sodass diese nachgeben und platzen. Steht hier nochmal drin. Die Zellwände von Bakterien oder Hefepilzen bzw. die Proteinkapseln oder Hüllen von Viren werden zerstört und deren nur harmloser Inhalt tritt aus. Und dann wird es dann beim Waschen, geht es dann weg und dann soll es angeblich wieder diese Funktionalität haben. Diese Adsorption, die hier drin sein soll, die soll das verhindern bzw. soll diese Bakterien zerstören, während sie adsorbiert werden und anschließend kann man es wieder auswaschen. 99% der Bakterien. Leider ist kein schönes Bildchen dabei. Ein Bildchen sagt ja durchaus immer mehr als 1000 Worte.